Wie kommst du dazu, meine Handynummer deiner Schwester zu geben? Die gibt deiner Mutter weiter. Und die ruft mich jetzt ständig an. Spinnst du? Tut mir leid. No entiendes que las mujeres me tienen harto con sus pendejadas? Mein Onkel, du weißt doch, dass ich nicht so gut Spanisch kann. Hör zu, Rashid, ich habe nicht viel Zeit. Wir arbeiten nicht mit Joel Al-Khilafa. Die sind isoliert, mit denen hast du nichts zu tun. Willkommen im Team. Rashid, du musst mir helfen. Die kleine Camille, die hat... Ich kann nicht mehr nach Marseille, weil... Egal, ist nicht wichtig. Dort lebt eine Frau. Du musst mir einen Gefallen tun. Nimm dir bitte am Montag 2 Stunden vormittags frei. Gehst zum Place du Théâtre. Dort ist das Hotel Saint-Pierre. In der Lobby arbeitet eine Frau, sie heißt Catherine Dubois. Gib ihr bitte diesen Brief. Und sag ihr, die kleine Camille hat... Sag ihr, dass es der kleinen Camille gut geht. Hören Sie zu, Münster. Roulin hat doch gesagt, wir finden nichts gegen ihn. Außer ein paar Strafzettel. Und das glaube ich nicht mehr. Nein, es gibt noch andere Mädchen, die er überfallen hat. Sie haben mich belogen, Kollegin. Sie hätten mir sagen müssen, dass der Angeklagte die Tote für den Sex bezahlt hat. Tun Sie nicht so überrascht. Das hätten Sie mir schon im Büro sagen müssen. Sind Sie denn nun sein Verteidiger oder wollen Sie die Seiten wechseln? Sie haben mir das einzige Detail verschwiegen, womit wir den Prozess hätten abwenden können. Der Mann will keinen Prozessabbruch, er will einen Freispruch. Und er ist bereit, dafür eine hohe Summe zu bezahlen. Auch das hätten wir kriegen können. Wäre das Ihre einzige Lüge geblieben. Erklären Sie mir jetzt, wie wir dem Gericht glaubhaft machen wollen, dass er nicht Täter, sondern Opfer ist. Und wer hilft dir? Mir. Ja, dir. Jetzt stelle ich dir mal die Frage. Warum ist Maria nicht geblieben? Weil sie gehen wollte. Ich weiß auch nicht immer alles und vielleicht will ich das auch gar nicht. Siehst du? Manchmal geht's mir genauso. Was hältst du davon, wenn wir gemeinsam springen? Wir beide. Eso es todo, hasta luego. Gracias.